Hallo zusammen. So, heute starte ich mein erstes Live-Video. Ich bin für das hier nach Affoltern gefahren. Und zwar gibt es hier einen Wald, wo etwas sehr Schönes, Seltenes ist, vor allem auch hier in der Schweiz. Dieser Ort wollte euch zusätzlich zeigen. Für das zeige ich euch mal zuerst einen kleinen Weg. Dafür kann man die Kamera gerade drehen. Come on, genau. So. Wir sind hier auf einem Weg. Das, was ihr gleich sehen werdet, ist auf 4000 bis 1000 vor Christus datiert. Das heißt, mindestens 3000 Jahre alt. Ich war vorhin schon mal ganz kurz hier, bin einem Schamanenkreis begegnet, habe noch kurz mit ihm gesprochen, deshalb habe ich auch etwas Verspätung. Ja, seht her. Das ist der Steinkreis. Ja, jetzt sind wir im Steinkreis drin. Hier in diesem Wald hat es noch weitere Steinkreise. Das ist jedoch einer der größten und einer der am schönsten noch erhaltenen auch. Weiter unten hat es noch weitere Steine. Das Interessante hier ist noch ganz speziell. Dieser Steinkreis und die anderen Steine außenrum weiter noch sind aufgestellt für die Sonnenwenden und noch ganz speziell für die Mondwenden, was eben auch noch etwas sehr Seltenes ist. Die Kelten natürlich hier haben das gemacht. Ich versuche euch noch schnell ein Bild von dem Ganzen zu zeigen. Hey Miriam, danke, dass du zugeschaltet hast. Ja, Sabrina, wir kennen uns. Schön, bist du auch dabei. Hier ist der Steinkreis. Hi, Merk. So, eben. Für die, die zugeschaltet haben, ist mein erstes Live-Video. Hi, Dani. Und deshalb bin ich auch natürlich noch ein bisschen nervös. Ne? Ist klar. Also, dann versuche ich euch mal, das Bild etwas von außen zu zeigen. So, das ist hier der Steinkreis. Es sind übrigens 9 Steine. Wer die Bedeutung kennt, warum das 9 Steine sind, kann es ja vielleicht unten in den Kommentaren schreiben.
Weiter unten hat es noch ein kleiner Altarstein. Und dann hat es noch Steine, die die Leylinien zeichnen. Hallo Moni. So. Ja, auf jeden Fall vorhin, interessanterweise, normalerweise treffe ich hier nicht so viele Leute an. Also es ist ziemlich ruhig und der Ort ist übrigens öffentlich zugänglich. Danke, Dani. Hi, Erika. Der Ort ist öffentlich zugänglich. Und was aber noch war, dass ein paar Steine weiter unten wurden von ein paar die Substanz unten ein bisschen genommen. Das heißt, es wurden Steine entfernt. Die Forscher haben es leider nicht früher datiert, dass sie nicht wussten, ob jetzt das ob teilweise Steine gesetzt wurden später. Also bei einem Stein, den ich euch gleich zeigen werde, der wurde definitiv später dazu gemacht. Ja, ihr könnt vielleicht den Kreis noch mal sehen. Ja, wir hatten übrigens Glück mit dem Wetter, als ich hierher kam. Hat es angefangen zu regnen und ich dachte schon, dass mit dem Live-Video fällt definitiv ins Wasser. Ich wurde dann zwar kurzzeitig nass, aber ja, man sieht, das Wetter ist toll. Die Vögel zwitschern. Hey Nati. Genau, Rudolf. Danke, Mandy. Fürs erste Mal. Ja. So, da vorne ist gleich noch der eine Stein. Es gibt übrigens auch ein Grab hier. Da war ich aber selbst noch nie, werde ich aber definitiv. Werde ich da noch heute noch hingehen. Hallo Johanna. Danke Daniela. So, das ist, ich drehe mal die Kamera um. Dann seht ihr den einen Stein noch. So. Das ist der eine Stein. Hallo Nick Nick. Hi Jasmin. Dieser Stein meinte ich aber, wurde später hinzugefügt. So. So, jetzt müsst ihr mich wieder angucken. Ja, das Wetter hat mir jetzt echt Glück, Johanna. Das stimmt. Ich hatte wirklich gedacht, das fällt ins Wasser. Aber manchmal muss es so sein. Danke vielmals, Dani. Ja, es ist also definitiv noch ein Film geplant. Wird jetzt aber nicht heute und morgen sein. Da momentan ist auch noch teilweise Prüfungen von den einen und die einen gehen noch in den Urlaub. Und dann ist natürlich noch Organisation angesagt, weil dieses Mal wollen wir natürlich etwas Größeres machen. Wir haben erst nicht gedacht, dass das Video so gut ankommt. Sehr froh darüber natürlich und deshalb wird es auch noch etwas Neues geben.
Was es genau wird, das werden wir untereinander dann noch besprechen und die Leute einladen. Danke vielmals. Hoi, Rita. Ich kann gar nicht alles lesen, ist so viel. Ja, das ist jetzt eben mal der erste Versuch mit dem Live-Video. Wenn es gut ankommt, mache ich gerne wieder mal eins. Habe mir gedacht, vielleicht nächstes Wochenende habe ich auch vielleicht ein Shooting. Nächstes oder übernächstes, da werde ich dann auch kurz live gehen. Und euch natürlich zeigen, wo ich da bin. Und natürlich, wenn es die Leute wollen, die natürlich auch. Danke. Die Halskette übrigens, ich nehme mal an, du meinst die. Die bedeutet mir sehr viel. Diese Halskette habe ich übrigens von jemandem, die auch jetzt gerade zuschaut, von Sabrina. Und dafür danke ich dir recht herzlich. Die habe ich immer mit dabei. Ist übrigens aus einer Baumperle, wenn das etwas sagt. Ich bin in Affolter normal bis Nati. Genau. Der Ort hier übrigens heißt auch Säuliamt. Auf Hochdeutsch übersetzt Schweineamt. Warum auch immer, dass das so heißt. Hä? Genau. Später wollte ich definitiv noch an die Grabstätte hier. Dann ist hier noch ein altes Dorf, also beziehungsweise noch die Grundfundamente sind noch hier. Da wollte ich heute auch hin. Kann ich euch leider nicht mitnehmen, weil es ist doch ein rechtes Stück, bis man dahin laufen muss. Und ja, sicher für die meisten uninteressant, einfach hier ein bisschen Bäume zu sehen. Good morning! Danke vielmals, Dani. Danke vielmals, Sabrina. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Danke, Nati, dir auch einen schönen Sonntag. Hallo Stefanie, schön bist du dabei. Normalerweise, wenn ich da hinkomme, jetzt zu diesem Steinkreis, mache ich natürlich auch ein kleines Dankesritual. Ich nehme immer Met mit. Habe ich natürlich hier auch dabei, im Horn. Natürlich bringe ich auch sonst etwas mit hierher. Hinterlasse der Natur und den Göttern gewisse Sachen, die eh zurückgehören. Und der Met, natürlich. Skoll, übrigens. Ich hoffe, ihr kennt alle Met. Ist lecker. Das ist aber nicht so schlimm. Danke, Stefanie. Ja. Tschüss, Martina. Met. Also ich habe jetzt Met mit Kirschzusatz. Met ist ja eigentlich Honig und Wasser. Und Hefe natürlich, für die Gärung. Schmeckt, ist Honigwein, schmeckt auch wie Honig, recht süß. Ja, da muss man immer genug auf Vorrat haben, Renate. Gut, sehr schön wart ihr dabei, hier beim Steinkreis. Ich lasse euch noch mal sehen.
ab und zu ist es so hier, wenn ich vorbeikomme, waren Leute hier, die echt ihren Dreck liegen lassen haben. Finde ich gar nicht toll. Wenn ihr nichts dabei habt zum Mitnehmen, wenn ihr das mal besuchen wollt, die Natur freut sich auch, wenn man einfach den Dreck von den Vorgängern mitnimmt. Und das mache ich natürlich immer. Schätzt diese Orte, sie sind selten geworden. Genießt auch diese Orte, weil sowas gibt es wirklich noch selten zu sehen. Das sind tausende von Jahren alt. Das sind die Ahnen, die das errichtet haben. Und deshalb sollte man diese auch ehren und dankbar dafür sein. Und natürlich immer schön sauber und wohlbehütet lassen. Ja, genau. Ich kann auch sonst noch hier den kleinen Weg zeigen. Genau, so. Hier geht es noch ein bisschen runter. Ja, danke. Hier bin ich übrigens eben, ich bin einmal im Monat hier, um auch meine Halsketten zu laden. Oder auch einfach wieder Danke zu sagen. Wir sollten ja öfters da hingehen, wo wir hingehören. Und der Wald ist auf jeden Fall ein Zuhause von uns jedem. Man muss nicht immer etwas mitbringen, es reicht, wenn man einfach mit Respekt begegnet. Dieser Ort ist in der Schweiz, heißt Affoltern am Albis. Genau. Ist da oben in dem Wald, also eigentlich, wenn man eingibt im Google Hoi Patty, Schwesterherz, wenn man bei Google eingibt Affoltern am Albis, Steinkreis, dann kommen auch schon gleich Informationen darüber. Da ist auch auf dem Internet ist dann bestimmt auch noch eine Erklärung. Auch vom Ort selber, wie alt es ist. Hier ist übrigens ganz ein... okay, das letzte Mal war das nicht so. Da wurde jetzt etwas geändert. Okay, seit ich mich hier auskenne, ist dieser große Stein hier immer hier drin gewesen. Das ist übrigens ein alter Baum, der umgekippt ist. Ja. Manchmal ist es schade, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Wetter ist, aber ob es wirklich Leute gibt, die sowas verändern. Hat übrigens noch weitere Steine, die hier Leylinien zeigen. Danke, Nick, dir auch einen schönen Tag. Ja, ich dachte, für das erste Live-Video werde ich da nicht einfach so dumm rumsitzen und meine Fresse zeigen und irgendwas dumm rumlabern. Ich denke schon, meine Community, die Leute, die mir folgen, sind doch, denke ich, alles Menschen, die sowas schätzen, die Natur schätzen. Ich denke, sonst wärt ihr auch nicht groß bei mir. Deshalb dachte ich, ihr verdient es, diesen schönen Ort zu sehen. Und vielleicht, wenn ihr mal in der Nähe seid, besucht ihr ihn auch. So, hier bin ich wieder. Nochmal wieder lesen. Da könnte man auf jeden Fall einen schönen Film drehen, nur kein Ort für eine Schlacht. Aber ich denke mal so für ein kleines Lager oder so. Eben, der Ort ist übrigens öffentlich zugänglich. Das finde ich auf jeden Fall etwas Schönes. Deshalb kommt her, begegnet mit Respekt und genießt den Ort.
Yes, sorry. Paul, I can really bad speak English. Deshalb muss ich auf Deutsch sprechen. Und nicht mal das kann ich. Aber egal, ich bin ja Schweizer. Ich darf so reden. Ja, genau. Renate, eine Sippe, ein Glauben. Schlussendlich, die Sprache macht nicht mal viel aus. Denn das Auge versteht schon, was hier alles geht. Wer es hört, ist gesegnet. Wer es sieht, aber wer es fühlen kann, was hier ist, der ist mit allen anderen auch verbunden. Nein, sorry, da war ich noch nie, Janine. Ich war schon an der Heidenmauer im Odilienberg, Elsass, Frankreich. Ich war schon an den Grabhügeln in der fränkischen Schweiz. Dann war ich schon im Druidenhain, auch sehr bekannt. Dieses Jahr wäre eine Reise auf Norwegen geplant gewesen. Und Dänemark. Und eigentlich habe ich auch gehofft, ich könnte nach Wolin. War jetzt natürlich auch nichts. Wegen der Pest. Aber nächstes Jahr wird es ganz bestimmt gehen. Und wenn ich natürlich an so Orten bin, mache ich natürlich auch gerne mal ein Video oder zeige euch Bilder. Ich finde, man so etwas Schönes, darf man teilen. Okay, Französisch kann ich jetzt definitiv nicht mal ansatzweise. wie lange mache ich das schon? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt wirklich von dem Tag auf den Tag jetzt so gewechselt. Aber die ersten... Schon als Junge merkte ich, dass irgendwas anders ist, dass ich mich dem Wald zugezogen fühle. Ich glaube, so mit 16 Jahren habe ich das erste Mal von dem ganzen Heidnischen mitbekommen. Habe mich auch sehr darum interessiert. Und ja, das sind jetzt 21 Jahre her. Also ich würde mal sagen, vor 21 Jahren bin ich auf diesen Pfad gegangen. Und natürlich kann man das vor 21 Jahren nicht sagen. Ich war da heidnisch. Ich war da einfach, mir hat das gefallen. Es fühlte sich sehr stimmig an. Aber eben, alles hat einen Weg und wenn er richtig ist, geht man ihn. Ja, sehr gerne, Janine, da gehe ich gerne mal hin. Ich bin wirklich gerne auch an so Orten, also von daher, ich gehe immer wieder an solche Orte, das besuchen. In Deutschland, ja. In Deutschland, in Norddeutschland gibt es sehr viele solche Orte. In der fränkischen Schweiz, das ist neben dem Dorf Wohlmann-Gesäß, da gibt es den Druidenhain. Dieser Druidenhain, da habe ich sogar ein Video auf meiner Seite. Müssen wir mal bei Video gucken. Wirklich, wirklich empfehlenswert. Da herrscht wirklich eine ganz schöne Energie. Ist sehr alt da. So. Ich komme gar nicht mehr nach mit Lesen. Entschuldigung. Finde ich super, Chris, dass du das machst. Ich wünsche dir auf jeden Fall da viel Erfolg, auch viele Errungenschaften und Einsichten.
Ja, stimmt, Miriam, Externsteine. Wären übrigens das Jahr auch eigentlich meiner Liste gewesen, da zu den Externsteinen zu gehen. Leider hat es nicht geklappt, aber ja, da werde ich bestimmt noch dahin gehen. Und vielleicht trifft man da ja auch mal den einen oder den anderen an. Ja, mein Krafttier, beziehungsweise Fylgia, wie es mein Name sagt, ist es der Wolf. Er ist schwarz mit ganz gelben Augen. Ja, Stonehenge würde ich echt gerne mal gehen. Leider echt, so viel ich gehört habe, sei es echt überlaufen. Und aber auf jeden Fall möchte ich mal dahin. Irgendwann wird es bestimmt mal gehen, weil ich wollte auch noch nach Irland. Ich wollte aber auch schon nach Island. Also von daher, es sind noch viele Wege offen, wohin es mich führt. Ja, mal sehen, was mich da alles noch, was da alles noch so mitkommt. Ja, wenn ich natürlich ab und zu so gewandert bin, gehe ich natürlich so tanken auf die Tankstelle, einkaufen. Tja, nee, jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich habe auch einen Job, also ich bin auch 100% arbeitstätig. Gehe natürlich nicht so auf die Arbeit. Ich bin Handwerker. Das wäre etwas unsicher mit so vielen Gürteln etc. Da hätte die Unfallversicherung keine Freude, wenn ich so arbeiten würde. Nein, ich gehe nicht so arbeiten, aber ich bin natürlich viel, sehr viel so gekleidet. Ja, ich fühle mich auch einfach wohl in den Kleidern. Da käme mir egal, was die anderen denken. Ich muss mich ja wohl fühlen. Und ja, nehmt das euch allgemein zu Herzen. Es ist eigentlich immer egal, was die anderen denken. Seid so, wie es euch am besten geht, wie ihr euch wohl fühlt. Weil dann werden die Leute sehen. Ah, okay, super. Wegen den nächsten Steinen, ja, werde ich auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es dann soweit ist. Ich wollte übrigens eigentlich auch dieses Jahr ein paar Märkte in Deutschland besuchen. Weiß nicht, ob das klappt mit den Märkten in Deutschland. Sonst ganz bestimmt nächstes Jahr, wenn ich dann mal in Deutschland bin, wenn der kleine Schweizer mal in das große Deutschland geht, dann wird er bestimmt Bescheid geben. Würde mich natürlich auch freuen, mit ein paar von euch ein Met zu trinken an dem Markt. Und ja, genau. Wir rudern dahin, genau. Wie geil. So. Langsam kommen ein bisschen mehr Menschen. Okay. Christine, danke, wenn ich mit der Kluft arbeiten darf. Ist auf jeden Fall geil. Oh, es kommen noch andere Leute. Deshalb steigt man eben dran. Ja, also, übrigens, stimmt. Das Thema. Grüezi. Ich halte mich von dem Thema Corona eigentlich ziemlich fern, aber es ist halt so. Es ist momentan diese Zeit. Ich bin ehrlich gesagt einfach froh, dass wir hier in der Schweiz keine Maskenpflicht haben. Tja, wie es ist, kann man nicht ändern.
Aber ja, zu rebellieren hat auch keinen Wert, da kommt das auch nicht besser. Aber gemeinsam werden wir das schon überstehen. Und vergesst nie, hier im Wald, da ist der Virus nicht. Das sind die Vögel, die Rehe, die Hirsche. Und die haben sowas nicht. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr vielleicht noch eins. In Bückelberg. Okay, vielen Dank. Ja, eben. Ich weiß nicht, wann ich an welchen Markt gehe dann in Deutschland. Aber ich werde auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ich dann mal in Deutschland bin. Jetzt sehe. Aber wahrscheinlich wird es dieses Jahr leider nicht mehr der Fall sein, da bei uns dann im September auch die Märkte wieder losgehen. Und da ist natürlich bei uns ein ganz spezieller Markt, der heißt Wums. Wums bedeutet Wikinger- und Mittelalterspektakel. Das ist für die Schweiz, finde ich, das einer meiner Lieblingsanlässe. Da will ich auf jeden Fall sein. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen auch am Wums. Ja, Bückenberg. Habe ich jetzt schon. Okay, da muss wirklich was los sein. Schau ich gerne mal nach, vielleicht nächstes Jahr. Ja, ich bin echt froh, müssen wir keine Masken tragen. Okay, tut mir leid, Spanisch kann ich nicht. Aber sehr schön hast du geschrieben. Okay, schön, Dennis. Freue mich. Ich hoffe, du hast die Runen gut ausgesucht. Dass sie gut zu dir passen. Und freue ich mich natürlich. Runen sind etwas Wunderbares. Unterschätzt nie die Kraft der Runen. Sie sind nicht nur Schrift, sie sind auch Energien. Nehmt immer, wenn ihr etwas tätowiert, die Runen, die ihr kennt, mit denen ihr euch auch identifizieren könnt. Dann gehören sie auch wirklich zu euch. Und ihr dürft sie auch tätowieren. Denn sie sind schon etwas ganz Besonderes. Man darf es nicht unterschätzen. Und es ist eine Ehre, die Runen zu kennen und sie benutzen zu können. Und wenn man sie auf der Haut trägt, gehören sie auch zu einem. Genau. Ja, das Thema Runen ist ein Riesenthema. Deshalb fange ich am besten gar nicht mit dem an, weil das Thema wahrscheinlich jetzt die Zeit sprengen würde. Aber genau, da könnte man ja vielleicht später mal ein Thema drüber machen. Aber so, langsam wird es auch Zeit. Ich wollte hier auch noch ein bisschen den Wald genießen. Es ist echt schön, dass ihr dabei wart und diesen Ort mit mir genossen habt und respektiert habt. Kommt auch mal dahin, genießt den Ort. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Bye, bye.